Zwams. Schlechte Würfeln, aber mit Stil. Ausgabe 18. Hallo Jörg. Hallo Micha. Ja, da sind wir wieder. Jetzt auch wieder im richtigen 2-Wochen-Rhythmus. Und wer die letzte Folge gehört hat, der weiß, was passiert ist. Ich habe das Skandal. Ergebnis erraten. Ein Skandal. Und trotzdem hat der Jörg jetzt gewürfelt, weil das ist halt unser Erkennungszeichen. Aber ich kann ja jetzt schlecht weiter raten. Deswegen habe ich hier, man hört es vielleicht, auch mir mal jetzt die 4 Würfel in die Hand genommen. Und ja, der Jörg darf sich jetzt quasi revanchieren und hat ja 17 Folgen Zeit, um ihn ja, zu schlagen. Ich würfel mal. Ja, mach mal. Und dann habe ich hier ein wunderschönes Ergebnis liegen. Ist das wirklich wunderschön? Naja, ja. Was man also wunderschön nennt, ne? Mir gefällt es, okay. Es sind 4 Zahlen okay. Und kein Würfel auf Kippe, also alles perfekt gelaufen. Ja, da über diese Regel haben wir uns noch nie unterhalten, was passiert, wenn ein Würfel auf Kippe ist. Na egal, lassen wir das. Passiert das nicht. Das passiert auch in diesen Würfeltellern ja gar nicht so häufig. Habe ich auch mal gehört. Okay, also jetzt müssen wir es ja umdrehen, jetzt muss ich ja raten. Also, ich würde heute mal, also ich nehme jetzt nicht die 18, weil das wäre zu leicht. Ich nehme jetzt mal eine 15. Und ich sage, es ist gewürfelt mit einer 2, mit einer 3, einer 4 und einer 6. 2, 3, 4 und 6. Hm? Okay. Dann kann ich ja schon mal sagen, die 15 war es nicht. Tja. Wir haben die Summe 17. Die Schicksalszahl. Die Schicksalszahl, genau. Aber die 2 und die 4 hast du zumindest auch als Treffer gehabt, steigst also mit 2 Treffern ein. Also so ein bisschen das Standardding. Und ansonsten haben wir noch eine weitere 4 und eine 5 diesmal dabei. Okay. Na gut, nehme ich mal so hin. Ja, aber egal. Ich bin ja schon mal froh, dass es quasi den gleichen Einstieg gibt, den du auch immer hingelegt hast. Aber warte mal. Ich kann doch nicht. Ich bin ja auch blöd, das sind nicht 17. Ich sollte vielleicht auch die Formel kopieren und nicht das Ergebnis aus der Vorwoche. Das ist natürlich, da hast du das Ergebnis schon richtig getippt. 15. Ich hab mich gerade schon gewundert. Das sieht nicht aus wie eine 17. Weil 8 plus 7 ist eine 15. Also, das ist schon ein starker Einstieg, ne? Das ist ja so 2,5, ne? So 2 Würfel richtig und das Endergebnis, aber. Aber das Endergebnis. Das ist wie so in so einer Mathe-Klausur, weißt du? Da aufs Ergebnis bisher kommt, aber der Weg dahin gab keine Punkte. Das wäre natürlich jetzt Knaller gewesen, weißt du, einmal würfeln und zack. So geht ja, das. Das hättest du ja gar nicht mehr unterbieten können. Das wäre geil gewesen. Ja gut, aber ich habe noch, naja, sagen wir so, wenn ich in den ersten 5 Folgen schaffe, wird schon hammerhart. Mir ist das Kunststück, was dir gelungen ist, ja erst in Folge 13 gelungen. Das gleiche richtige Ergebnis zu haben? Ja, das richtige Ergebnis zu haben, aber ja. Nicht die Zahlen richtig. Da hatte ich auch nur 2 Zahlen ja. Richtig. Siehst du, guck mal, ich presche mal direkt vor. Da ist schon mal eine Ansage. Also sei gewarnt. Sei gewarnt. Ist natürlich auch dann direkt dein Anspruch. Sehr hoch, ne? An dich selber. Ja, wenn man direkt so loslegt. Man kann jetzt nur verlieren, gefühlt, ne? Ja, es war. Ja, egal, wir werden sehen. In 2 Wochen wissen wir mehr. Ja. Gab's bei dir einen Kauf der Woche? Ein Kauf der Woche. Oder in den letzten 2 Wochen, ja, besser gesagt, ne? Naja, natürlich. Ja, jetzt überlege ich gerade, was denn in den letzten 2 Wochen hier so eingezogen sein könnte oder was das war. Ich weiß, ich glaube, das Unlock ist in den letzten 2 Wochen gekommen. Ich hoffe, das habe ich beim letzten Mal nicht schon gesagt, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das Unlock ist das nicht beim letzten Mal schon? Ich bin mir gerade auch nicht mehr sicher. Ach, Herr Jemine, ich weiß es nicht. Ich weiß wirklich, aber doch, es gibt einen Kauf der Woche, kann ich sagen. Weil das haben wir auch schon gezockt. Fand ich irgendwie ganz cool. Ich habe mir die beiden letzten Echos-Teile geholt, die ich noch nicht kenne.
Und der Ring, also der Ring und die Violine, ja. So Teil 4, 5, 5. Und ja, die sind definitiv relativ neu, weil da bin ich nämlich letzte Woche in der Stadt gewesen, war in einer Buchhandlung, einer großen Buchhandlungskette. Und da standen sie da und ich habe gedacht, boah, das ist, eigentlich haben wir letztes Mal darüber gesprochen und ich habe gedacht, nee, jetzt muss ich sie mitnehmen. Jetzt willst du wissen, dass ich... Es gibt ja viele Diskussionen, die sagen, das ist nicht so gut und sagen, das ist kein Spiel oder was auch immer was. Aber ganz ehrlich, mir hat das immer Spaß gemacht bisher, die Teile. Und ja, und deshalb mussten die einfach gekauft werden. Mal ein kleiner Kauf. Kein riesiges Ding, sondern einfach mal so was für zwischendurch. So. Ja, ich habe so einen Teilkauf, so einen Teilkauf der Woche, weil ich habe heute den Pledge Manager für ein Gamefound-Projekt abgeschlossen. Da ist der Grundpreis ja schon weg gewesen, aber jetzt muss ich noch die Versandkosten bezahlen. Oh je, Mini. Wo kommt's denn her? Kennt? Kanada. Kanada? Das war ungewöhnlich. Ja. Also nicht jeder. Okay, jetzt bin ich gespannt. Waren die Versandkosten auch so beschissen? Also Entschuldigung, aber... Die Versandkosten kosten fast so viel wie das Produkt. Ja, das ist aber schlecht. Aber das ist vorher transparent gewesen. Also jetzt keine Überraschung für mich hinten raus. Und ich habe mir gedacht, das ist mir jetzt wert. Einfach, weil es ein Gag ist, den ich gut finde. Ich habe mir ein Eishockey-Trinkspiel bestellt. Ein was? Ein Eishockey-Trinkspiel. Das heißt Watch Hockey and Get Drunk. Das klingt solide. Okay. Es funktioniert so, dass man, während man Eishockey im Fernsehen steht, halt bestimmte Aufgaben hat. Beziehungsweise, wenn das passiert, dass man dann trinken muss. Nein, wie bekloppt ist das denn? Ja, es ist halt total bekloppt. Aber als Eishockey-Fan war das so, das gönne ich mir jetzt als Gimmick. Ja. Ja. Und das Witzige ist, dass sie das gar nicht vorher als Stretch Goal drin hatten, aber dass sie sehr gut gefundet wurden und dann jetzt quasi gratis zu jedem Spiel gibt es jetzt auch noch das passende Shotglas. Ich habe gerade noch, gedacht, bestimmt gibt es Pinnchen oder so. Finde ich super witzig, dass sie dann quasi so wie Shotgläser produzieren, die es dann zu jeder Kopie, die man kauft, dazu kriegt. Und das heißt das aber auch, nach dem Eishockeyspiel ist auch Sense. Wenn es gut läuft. Vermutlich schon. Okay, kennt man, ja. Man darf halt nicht vergessen, in so einem Eishockeyspiel passiert echt viel Stuff. Ja, ich kenne jetzt natürlich die Aufgaben nicht, aber wie gesagt, es ist jetzt tatsächlich... Ich habe da schon so Ideen. Unsere 60 Minuten sind auf einmal sehr, sehr lang. 60 Minuten, und die sind ja effektiv gespielt. Also das ist ja... Puh. Ja gut, aber viele Dinge, die während einem Eishockeyspiel passieren, können ja in den Unterbrechungen nicht passieren. Das stimmt. Ja, ich bin gespannt. Wann kommt das? Weiß das schon? Keine Ahnung. Das ist irgendwann jetzt im Laufe des Frühjahrs soll es kommen. Also es ist fertig produziert und ja, immerhin. Wartet. Guck mal, ich warte ja auch noch auf so ein paar Kickstarter. Aber da kommt jetzt natürlich nichts, weil wir Chinese New Year haben. Da ist ja alles zu in China. Da passiert einfach nichts. Und was auch nicht schlimm ist. Also ich versuche jetzt erstmal Pile of Shame Zocking zu machen hier. Also von da aus macht das nichts, wenn jetzt so ein paar Dinge noch nicht so schnell kommen. können ruhig ein bisschen warten. Das ist schon okay. Aber ich bin trotzdem, also ich weiß halt, dass Deep Rock Galactic die Adressen gebunkert hat oder gesaved hat und kommt jetzt irgendwie. Jetzt bin ich mal gespannt. Da bin ich wirklich mal gespannt drauf. Klingt doch super. Ja, aber klingt wieder so, als ob es erstmal hier auf dem Peil läuft. Aber ja, gut. Aber sowas kommt ja meist dann trotzdem relativ schnell auf den Tisch, ehrlicherweise. Ja. Aber da bin ich uns auch nicht all in gegangen, wollte ich mal sagen. Da habe ich auch nicht jeden Scheiß mitgenommen. Das habe ich in letzter Zeit, bin ich richtig stolz auf mich, öfter nicht mehr gemacht. Selektiver geworden, ja? Ja, und ich bin, was Crowdfunding angeht, bin ich so selektiv, dass ich es einfach lasse derzeit. Ich habe fast nichts Neues gebackt, gar nichts. Das ist natürlich der beste Weg, aber es gibt ja immer noch genug Versuchungen,
die in Form von eBay-Kleinanzeigen, Angeboten von Großhändlern etc. auf einen warten. Ja, richtig. Aber ganz ehrlich, eBay-Kleinanzeigen oder der Sekundärmarkt allgemein, den finde ich sehr attraktiv im Moment, tatsächlich. Weil das sind ja auch oft Spielesammler. Und die meisten Spiele, die bei Kickstarter kommen, also die wirklich großen Interessanten, kommen sowieso irgendwann. Das ist so, wie das ist die findest so, du im die Handel. Großen, die kommen mittlerweile auch in den Handel. Das genau, hat die kommen alle. Deutlich und, gewandelt. Und dann habe ich nämlich lass es 10 Euro mehr kosten als bei Kickstarter. Okay, aber ich habe keine Versandkosten. Ja, gut, ein paar Stretch Goals hast du nicht. Ja. Aber wenn die Stretch Goals bei bestimmten Spielen sowieso Line-Finish sind oder UV-Spot auf a Box oder was auch immer was, ne? Diese Stretch Goals, die nehme ich auch mit, wenn ich sie im Laden kaufe. Ja. Also von da aus, also ich will jetzt nicht schlecht reden, also aber, naja, ist ja auch egal. Ich bin schon wieder viel zu deep da reingegangen. Wollen wir da nicht zu weit abdriften, sondern lieber noch kurz darüber reden, ob wir denn ein Spieler-Highlight hatten. Ja, hattest du eins? Fang du mal an. Ja, tatsächlich. Ich hatte die Möglichkeit, letzten Dienstag ein Spiel kennenzulernen. Shogun no Katana ist jetzt auch relativ frisch erschienen. Habe ich gesehen im Laden, ja. Mhm. Übrigens ja, auch im Laden, ehemalige Kickstarter bestimmt, ne? Beides, ja, ja. Kickstarter und Retail. Das war ja auch direkt als Retail mit geplant. Ja, eigentlich ein Worker Placement und so halt relativ klassisches Eurogame, wenn du so willst, aber halt im Setting des feudalen Japans und man versucht Schwerter zu schmieden und auch natürlich ein Schwert für den Kaiser, glaube ich, ist es am Ende. Und interessant ist, man hat vor sich ein Board, wo man diese Schwerter schmiedet, wo es quasi unterschiedliche Reihen gibt mit für die Rohstoffe, die man für das Schwert benötigt. Mhm. Und auf den Schwertern ist jeweils drauf, halt welche Rohstoffe man benötigt. Und sobald man halt einen Rohstoff quasi der hinzufügt, das muss man von links nach rechts abarbeiten, die Schmiedeaktion auf den Schwertern, bewegt sich halt das Schwert auf dem Board dementsprechend nach rechts, wenn das der gleiche Rohstoff ist, oder nach oben oder unten, wenn es ein angrenzender Rohstoff war. Und ja. Dadurch muss man, wenn man halt mehr als ein Schwert gerade gleichzeitig schmiedet, ganz genau aufpassen, welche Schwerter man sich denn jetzt in die Produktion nimmt, weil ja, wenn du ein Puzzleteil oder ein Schwert halt nicht verschieben kannst auf deinem Board, ne? Hm. Kannst du es an der Stelle auch nicht schmieden. Weil halt quasi der Schmiedeplatz belegt ist. Und du hast auch Möglichkeiten, dir Zusatzaktionen zu erkaufen und dadurch halt auch so ein bisschen dir Synergien zu schaffen im Laufe des Spiels. Es gibt halt auch Aktionsplätze, wo du auch als passiver Spieler dann von der Aktion partizipieren kannst. Und es war für uns alle drei, die wir gespielt haben, die Erstpartie. Ja, und da hat irgendwer quasi auch von seinem Pile genommen quasi. Wenn genau, man so will. Genau. Und wir haben uns also zwischenzeitlich Pile, das ist ja ganz neu erschienen. Man spielt halt 4 Runden seine Aktionen durch. Die ist halt durch die Anzahl an Arbeitern definiert, die man hat. Und wir haben uns so ab zur Hälfte mal gefragt, so wieso steht in der Anleitung, man soll 5 bis 7 Schwerter schaffen im Spiel zu schmieden? Und dann hat es aber bei uns alle so ein bisschen Klick gemacht, dass man halt tatsächlich durch die Aktionen viel stärker Synergien schaffen muss. Und dann ging es auch ganz gut vorwärts. Und aber insgesamt echt eine spielerische Überraschung, wie ich finde, weil dieser Puzzle-Mechanismus mit dem Schmieden ist super spannend und halt auch, das ist halt auch optisch schön mit den Miniaturen, die man da hat. Und das habe ich gesehen, es sah mir, das meinte ich auch, das wirkte nicht so wie so ein Eurogame durch die Miniaturenmenge. Genau, irgendwie. Genau. Also, wobei die Miniaturen halt einfach nur deine Arbeiter sind. Also es ist nicht, also die Miniaturen haben tatsächlich nicht irgendwie nochmal eine gesonderte Funktion, dass man irgendwie untereinander mit den Miniaturen agiert. Weißt du, wie ich meine? Also, dass ja, nicht verstehe. Auf dem Board nochmal ein Miniaturenspiel stattfindet. Es sind einfach nur im Prinzip die schön gestaltete Miepel. Aber
allein dadurch macht das Spiel halt optisch schon mal super viel her. Und was halt auch super spannend ist, dass sie auch in der Anleitung immer die geschichtlichen Hintergründe für die einzelnen Abläufe in der Schmiede, im Schmiedevorgang erläutern. Mhm. Ja, und halt auch darauf geachtet haben, dass das so passiert, wie es geschichtlich passiert ist bei diesem Schmiedevorgang. Und dann stellen sie ganz klar heraus, dass es einen Punkt gibt, der halt so früher nicht stattgefunden hat, den man aber für den Spielfluss und für den Spielablauf nicht hat anders umsetzen können. Das ist der Faktor, dass wenn man sich ein Schwert nimmt, um es zu schmieden, bekommt man beim Spiel quasi das Geld, was das Schwert später wert ist. Also der Kunde bezahlt quasi seine Ware, bevor die Ware fertig ist. Also Vorauskasse. Genau, aber hätte es früher nie gegeben. Also früher nee, das hast stimmt, du halt, du hast halt geschmiedet Ware. Ware und Geld. Wenn so, die Ware fertig ist, ne, hat halt der Kunde quasi sich von der Qualität überzeugt und dann bezahlt. Aber es ist schön, dass sie das halt so rausstellen, dass es an dieser Stelle halt ja eine Abwandlung gibt. Nicht ganz realistisch gibt, ist. Dass man da genau nicht an der Realität komplett dran ist. Und dass dann wirklich eine Anleitung da auch Hinweise sind, wo es dann in dem geschichtlichen Ablauf stattgefunden hat. Super spannend. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Würde ich auch sofort nochmal spielen, wenn es auf den Tisch käme. Ja, cool, geil. Das klingt nicht schlecht. Ja, ich überlege gerade, was als mein spielerisches Highlight bezeichnen würde. Schwierig. Also ich habe ja eben gesagt, dass ich mir die Echoes-Teile gekauft habe. Die haben wir auch direkt am Samstag gespielt. Tatsächlich beide. Was wir am Samstag aber auch gespielt haben, ist ehrlicherweise, und das ist sehr untypisch für mich, aber für mich ist es trotzdem mit ein Highlight, war Dorfromantik. Ja, das ist bei euch öfters mal auf dem Tisch. Also wahrscheinlich hast du mit dem Teddy Ranger gespielt. Gehe ich da mal von aus, richtig, weil das habt ihr zusammen angefangen, das Dorfromantik. Ja, und es macht wirklich Laune. Ich kann es gar nicht anders sagen. Also normalerweise würde ich ja sagen, so ein Plättchen-Legespiel, weiß ich nicht, fixt mich jetzt nicht so an irgendwo. Und wer mich kennt, weiß auch, dass Highscore-Jagen definitiv eigentlich nicht, also nicht mein Ding ist, also ist mir nicht so wichtig. Ne? Also es ist ja genauso, wie wenn du so ein Escape-Game spielst, dann brauche ich da auch nicht die volle Punktzahl am Ende oder so, das interessiert mich nicht. Ne? Hauptsache, wir haben es geschafft und wir hatten eine gute Zeit damit irgendwie so. Das ist mir irgendwie immer wichtiger bei diesen Art von Spielen. Ne? Aber bei Dorfromantik ist es tatsächlich irgendwie so, ich kann das gar nicht anders sagen, also man muss ja auch Punkte machen, um neue Plättchen freizuschalten zum Beispiel. Und umso mehr Punkte man macht, desto mehr Kreuze kann man auf seinem Kampagnenbogen machen. Nee. Und umso mehr Plättchen kriegt man auch freigeschaltet dann. Und natürlich gibt es Aufgabenkarten, die sagen dann auch, mach so und so viele Punkte und gleichzeitig muss dein längster Fluss irgendwie mindestens 12 Plättchen lang sein oder so. Also das ist schon echt geil, muss ich sagen. Das macht richtig Fetz und vor allem, weil das so einfach ist in dieser Regel. Ja, also man legt halt nur an und es muss halt passen. Ne? Also oder eben auch nicht. Wichtig ist halt nur, dass vor allen Dingen Gleise und Flüsse passen. Der Rest kann fast schon gelegt werden, wie man will. Aber es macht einfach Bock. Ich kann dir nur sagen, das ist, kann einfach loslegen. So, das ist das hat mich irgendwie gepackt. Und jetzt habe ich jetzt auch Lust, einfach alle Plättchen da mal freizuspielen und mal probiert zu haben am Ende des Tages. So, und das ist, wir haben das auch wirklich gehabt. Wir haben eine Partie gespielt, wir waren fertig, haben die Punkte gezählt, haben was freigeschaltet. Nochmal eine, komm, das schaffen wir jetzt. Noch eine Partie. So, ne? Und wieso haben wir dieses Ziel nicht erreicht? Das geht nicht. Komm, wir spielen noch eine Partie. Also das heißt, dann kann man da schon mal so, ja, 2 bis 3 Stunden, weiß ich nicht, Dorfromantik spielen, obwohl man eigentlich nur Plättchen hingelegt hat. Richtig krass. Wie lange dauert eine Partie, wenn du sagst, 2 bis 3 Stunden? Ja, weiß ich nicht. Also es kommt natürlich drauf an. Du kannst ja, wenn du natürlich da rumbrainst, also ich meine 20 Minuten, eine halbe Stunde, also weiß ich nicht. Das sind ja dann schon einige Partien. Also nicht so lang, ne. Also ja, man kann das auch natürlich zügig spielen. Ne? Man denkt natürlich schon ein bisschen drüber nach, was lasse ich offen, was lasse ich nicht offen, wo lege ich es hin, ne? Welche Optionen lasse ich mir offen. Ja, ne? Und das Schöne ist, also es gibt ja so Grundplättchen, es kommen ja lauter Sonderplättchen dann die ganze Zeit dazu. Und irgendwann kennt man natürlich auch die Grundplättchen, man weiß ja so, was so in diesem Stapel sich so verbirgt und welche Plättchen man vielleicht schon gesehen hat, welche noch nicht. Aber es werden auch immer zufällig 3 Plättchen rausgenommen, die nicht mitspielen.
So, du weißt also nicht, ob das Plättchen nicht vielleicht, wenn du es noch nicht gesehen hast, bis zur Hälfte oder so vielleicht überhaupt drin ist. Also man kann sich halt nicht hundertprozentig darauf verlassen, dass man immer das so kriegt, was man auch so braucht, sag ich mal. Also ich finde das schon, also ich meine, gut, drei Plättchen von weiß ich wie vielen, keine Ahnung, ist natürlich jetzt auch nicht die Welt, ne? Aber naja, kann vielleicht unter Umständen einen Unterschied machen. Weiß ich nicht. Also auf jeden Fall Dorfromantik kann ich nur empfehlen. Und obwohl es ein seichtes Familienspiel ist, gefällt mir das richtig gut. Das ist echt krass. Also hätte ich nie gedacht. Ich glaube, das ist das, was mich am meisten daran überrascht. Nee. Dass mir das echt gut gefällt. Ne? Und ich finde, es gibt viel Spielspaß für echt kleines Geld. Ne? Ich glaube, das ist nicht so teuer, das Spiel. Richtig gut. Also kann ich nur empfehlen. Wer Bock auf sowas hat oder auch mal mit der Familie spielen will, Dorfromantik tut's. Spannend. Ja, müssen wir auch mal eine Partie spielen. Das ist ja halt total einfach zurückzusetzen. Ehrlich, du nimmst halt einfach die drei Sonderplättchen, die du freigeschaltet hast, nicht mit rein. Fertig. Ja. Ist echt ganz gut. Und vor allen Dingen, also, oder du spielst halt einfach zu dritt mal, ne? Also ich meine, du musst ja nur ein Plättchen ziehen und anlegen, ne? Mehr ist ja, das mehr besteht dein Zug ja machbar. Nicht. Ja, das denke ich auch. Das kriegt man gerade noch so hin. Ja, starkes Ding auf jeden Fall. Ja. Dann auch starkes Ding, unser Thema heute. Für dich, das ist echt ein starkes Ding. Für dich ja quasi eine völlig neue Welt, über die wir heute reden wollen. Aber wir haben uns gedacht, oder wir wollen uns mal ein wenig der Frage widmen, wie habe ich es formuliert, sind Kinderspiele abwechslungsreich? Richtig. Wenn wir auf die Spiele gucken, die wir sonst so spielen oder auf den Spielemarkt für, wenn man im Familienspielbereich oder auch dann in den Experten- und Kennerspielbereich geht, da ist es ja mittlerweile so, das ist ja ein elendig breites Spektrum, was man da spielen kann. Und da ist ja auch mittlerweile so, dass Spielmechanismen bunt miteinander gemischt werden und auch durchaus Themen von Spielen, also die Spielwelten sehr abwechslungsreich sind. Weil wenn man da mal zurückdenkt, ne, ein ganz einfaches Mensch, ärger dich nicht, da war noch nicht so viel mit abwechslungsreichem Spielmechanismus, wenn man mal ehrlich ist. Ein bisschen würfeln, ein bisschen ziehen. Da sind wir heute schon sehr viel weiter. Und ich glaube aber, dass ganz viele Spieler, die jetzt, vor allen Dingen auch Spieler, die jetzt nicht unbedingt Kinder haben, immer noch so ein bisschen Abneigung oder ja, vielleicht nicht Abneigung, aber mit Kinderspielen immer noch genau diese Art von Spiel, wie halt so ein klassisches Mensch ärgert dich nicht, so ein bisschen in Verbindung bringen. Wo es halt tatsächlich so ist, dass die Spiele sehr einfach gehalten sind und eigentlich jedes Spiel in etwa vielleicht der 10. Memory-Klon ist, ne? Unter Umständen ja, klar. Ja, gute Frage. Also ich finde, ich bin ja wirklich tatsächlich nicht der Kinderspiele-Kenner, weil ich habe keine Kinder. Und dadurch kommen bei mir Kinderspiele natürlich ehrlicherweise auch nicht auf den Tisch. Es gibt Kinder, ich kenne Kinderspiele nur sehr, sehr bedingt als Trinkspielabwandlungen. Ja, da ist halt, ne, Looping Louis. Eigentlich ja, genau, als Kinderspiel konzipiert. Das besitze ich sogar. Man darf es ja gar nicht sagen. Das habe ich zum Beispiel. Aber dann verließen sie ein Kinderspielen hier auf jeden Fall schon. Aber trotzdem, was mir halt auffällt, ist, das finde ich viel interessanter, aber da kommen wir vielleicht später noch drauf, dass viel aus der Erwachsenenwelt, nenne ich es jetzt mal, in die Kinderspielwelt hineingenommen wird. Weil wenn ich überlege, ganz schön clever, ne, dann Quacksalber von Quedlinburg und das, um nur so zwei Beispiele zu nennen, wo, ja, ich sag mal, Erwachsenenspiele oder Familienspiele Kinderadaptionen bekommen. Ja gut, das lässt sich sicherlich sogar relativ einfach erklären, weil ich denke, oder
wenn du halt einen Quacksalber kennst oder einen ganz schön clever als Erwachsenenspiel und das auch selber gerne spielst und du möchtest jetzt ein Spiel für dein Kind kaufen, dann hilft es natürlich, eine Marke zu präsentiert zu bekommen, die dir schon mal bekannt ist und die du persönlich vielleicht auch sogar gerne magst. Absolut. Ja, es heißt noch nicht, dass sich dahinter dann ein gutes Spiel verbirgt, hinter der Kinderspielvariante. Aber ich glaube, dass einfach diese Übertragung aus dem Erwachsenenspielbereich in diesen Kinderspielbereich, von was den Namen angeht, ob da wirklich halt immer ein vereinfachtes Spielprinzip von dem Erwachsenenspiel hintersteht, ist ja nochmal eine andere Sache. Ganz viel erstmal davon kommt, dass du als Erwachsener das Gefühl hast, etwas zu bekommen, was du selber gerne spielst, was du dann, dadurch, dass du den Namen kennst, auch vielleicht selber gerne spielen möchtest. Und dann vielleicht mit deinen Kindern auch gerne mitspielst. Dann. Ja, genau, was du halt auch selber gerne spielen möchtest. Verstehe. Ja, das ist ja auch noch so ein paar, also da sind wir natürlich, das ergibt ja noch ganz viel, das ist ja noch wieder ein anderer Unterpunkt, ne? So, ne, will ich, kaufe ich ein Kinderspiel, weil ich daran Spaß habe oder auch Spaß habe oder weil meine Kinder daran Spaß haben? Auch gut, ist eine andere Frage, ne? Vielleicht. Aber trotzdem ist es wahrscheinlich ist schon, egal, es hat mit Abwechslung aber nichts zu tun. So. Wir wollten uns ja jetzt ein bisschen darüber unterhalten, ob Kinderspiele abwechslungsreich sind. Ja. Ja, und mir ist die Idee halt dazu gekommen, ein bisschen so drüber zu reden, weil mein Zwerg hat ja den Wunsch mal dahin zu fahren, wo Papa immer spielen geht, also zu dir nach Hause sozusagen. Ja, richtig. Das war ein sehr wundervoller Nachmittag. Das Ganze haben wir dann ja auch letztes Wochenende sonntags dann umgesetzt und ja, wenn dann plötzlich 7 Spiele auf dem Tisch sind und die doch alle ja doch irgendwie anders sind, glaube ich, behaupte ich zumindest, Kinderspiele sind abwechslungsreich. Da ist jetzt natürlich die spannende Frage, wie hast du das aufgefasst? Das war, also man muss dazu sagen, genau, wir haben halt, so, um das mal so ein bisschen zu erzählen, ne, wir haben dann den Sonntagnachmittag quasi zu dritt verbracht, ne, wir beide und dein Sohnemann. Und wir haben dann hier verschiedenste Spiele gespielt. Also ich hatte ja einen Wunsch geäußert, das kann man kaum glauben. Aber ich hatte wirklich einen Kinderspielwunsch. Also ich meine, es ist eher ein Familienspielwunsch gewesen, muss man wirklich sagen. Ich wollte nämlich unbedingt nochmal Cora Quest spielen. Das ist ja dieser Dungeon Crawler für die, ich sag mal, Familie, ne? Wo die Figuren oder die auch von Kindern gestaltet worden sind, ne? Von der Tochter von dem oder von den die Tochter und Freunde vom Designer, ne? Oder vom Spieleerfinder. Ja, da wurde halt quasi zu aufgerufen, die Einsendung zu machen. Das haben sie auch für die Erweiterung jetzt wieder gemacht. Genau. Ja, genau. Also das ist so ein bisschen der Hintergrund. Und im Prinzip ist das ja auch ein relativ seichter Dungeon Crawler, so am Ende des Tages. Aber ich liebe ja Dungeon Crawl. Von und, den Regeln her schon. Ja, aber der hat es ganz schön in sich. Also das ist jetzt nicht so ein Selbstläufer, dieses Spiel. Ne? Das muss man ja auch mal dazu sagen. Ne? Tatsächlich nicht. Also wenn man das, ich weiß ja noch, wie du das von der Messe mitgebracht hast und wir haben hier die erste Partie gespielt und haben dann einfach mal so ein bisschen herumgemacht, wie schwer wird es schon sein. Ist halt ein Kinderspiel, ne? Und dann hat unser Spiel erstmal so richtig den Arsch versohlt. Ne? So. Weil wir das einfach völlig unterschätzt haben, was man also nicht machen sollte in diesem Spiel. Aber gut, haben wir Lehrgeld bezahlt, ne? So, ja, dann haben wir Cora Quest gespielt. Dann, also Dungeon Crawl. Also ich würde es trotzdem als Kinderspiel bezeichnen, weil es ja irgendwie auch für die Familie ist, ne? Es sollen ja Kinder mitspielen können, ne? Genau, ich meine, du hast jetzt auch gemerkt, der alleine wird der Zwerg das noch nicht spielen können, aber der weiß schon, auch mit seinen 4 Jahren ganz genau, wo es lang geht, was er machen möchte. Auf jeden Fall. Also er hat nicht jede Regel geblickt, natürlich nicht, aber das erwarte ich auch gar nicht. Dafür ist es ja auch kooperativ und auch ein bisschen, dass man strategisch ein bisschen tatsächlich unter die Arme greift. Aber es ist halt, für ihn ist halt bei dem Spiel ganz toll einfach, er weiß, wie die Monster heißen und freut sich, wenn die Spinnen kommen und er die platt machen kann und ja. Absolut. es war weiß, schon geil. Was das Ziel ist, ne? Das ist ja so, wir müssen das schaffen. Los jetzt. Ja, das war schon geil. Kann man nicht anders sagen.
Und ja, das war das eine. Also das war, also war jetzt nicht das typische Kinderspiel, sagen wir mal so. Ne? Also das kann man ja vielleicht nicht sagen. Aber also das, das genau, war schon, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall eins von den Kinderspielen, die eher in einem Vielspielerhaushalt auf den Tisch kommen. Es ist ein Spiel, was man mit Kindern spielt. Ja, ja, vielleicht. Aber wie gesagt, aber ne? Auch selbst wenn man mit seinen Kindern spielt, dann eher in einem Vielspielerhaushalt. Ja, ja, also Cora Quest kennt man dann auch vielleicht nicht so. Das liegt ja nicht quasi neben den Haber-Sachen irgendwie im Regal, ja, ne? So sag ich jetzt mal. Das liegt ja gar nicht im Handel sozusagen. Es ist ja nur auf Englisch verfügbar, deswegen. Ja, davon mal ganz abgesehen. Aber es würde auch nicht neben den Haber-Sachen liegen, so, ne? Vermutlich nicht. Nee, so, aber trotzdem, damit haben wir angefangen. Das war das Erste. Dann muss ich jetzt mal kurz überlegen. Das zweite Spiel, was haben wir dann nachgemacht? Dann haben wir das Eis gemacht, ne? Haben wir doch hier, Da haben wir Karlak, ja, genau. Auf jeden Fall haben wir Karlak haben wir gespielt. Ich glaube, es ist das zweite war oder nicht, aber. Ja, ich glaube schon. Genau, da musste man ja so Eissorten vom also seine Eishörnchen vom Schmelzen schützen. Genau. Und möglichst viele Kinder, bevor Eis geschmolzen ist, mit Eis versorgen quasi. Genau, du musst also glücklich Kinder machen. Versorgen mit Eishörnchen, wo im besten Fall 3 Kugeln Eis drin sind. Genau, also möglichst glückliche Kinder mit nicht geschmolzenem und möglichst viel Eis. War ja so ein Push-Your-Luck-Ding, ne? Also man muss ja irgendwie würfeln irgendwie, ne? Was passiert? Im Grunde ist es genau Push-Your-Luck. Man würfelt, wenn man viel Sonne aber würfelt, was hat man ich, halt Pech. Also das ist zum Beispiel so ein Spiel, wo ich sage, nee, gut, wenn ich würfeln will, kann ich auch was anderes spielen, aber was, was ja irgendwie ganz nett gemacht ist und ich glaube, da hast man hat halt so eine Eisbude quasi, die man wirklich da aufbaut, mehr oder weniger, ne? Wo man dann die Eissorten aus den einzelnen Auslagen auch rausnimmt und so weiter. Also da passiert dann schon irgendwie was, ne? Also es hat schon so wirklich das Eisbuden-Feeling so ein bisschen versucht zu transportieren, ne? Und optisch muss ich sagen, es konnte schon was, ne? Ja, es lebt halt ein bisschen von der Optik, aber im Grunde hast du recht, es ist ganz viel Push Your Luck und ja, da ist die Herausforderung halt deutlich geringer als zum Beispiel bei Cora Quest, ne? Ja, die Frage ist halt, versteht man das unter Abwechslung, mit dem Würfel zu würfeln, welches Eis man jetzt kriegt? So, ne? Also, wenn man das abwechslungsreich meine ich auch eher, ob sich das Kinderspielangebot halt von diesem klassischen Rennspiel, was ja sonst ganz viel immer nur da war, wegentwickelt hat. Das auf jeden Fall, denke ich. Also das ist ja schon so ein Beispiel, ne? Also im Prinzip beim Mensch ärgere dich nicht, sag ich jetzt mal einfach, oder das lustige Leiterspiel oder was auch immer, was da früher gab, so, ne? Da muss man ja einfach mal sagen, das ist ja auch nur Würfeln, also das Hit and Run, weiß ich nicht, wie nennt man das nochmal, wenn man nur wirft und losläuft? Da gibt es auch irgendwie auch einen Begriff für. Auf jeden Fall, ja, also ich meine auch dieses Eisspiel jetzt ist ja auch nichts anderes außer ein bisschen Würfeln, ne? Und dann nimmst du irgendwas aus der Box und dann legst du da hin, ne? So, also, aber es ist halt irgendwie durch seine Aufmachung, das Thema, wirkt das anders, ne? Also es macht schon was ganz anderes her, obwohl man ja eigentlich, sagen wir sehr runtergebrochen, auch nur würfelt, ne? So, also. Ja, und es bringt halt so ein bisschen das kooperative Element. Ja, stimmt, es war kooperativ, ja, Verzeihung. Halt überlegen muss, wo man seine Eiskugel hinlegt, weil da kann man ja auch ein bisschen mit Spielen sozusagen, wenn man das Eis wieder quasi auf ein Hörnchen legt, wo die Sonne gerade vorbei ist, dass man sich quasi Zeit erkauft. Ne? Ja, richtig, das hatte ich vergessen. Das schmilzt ja erst, wenn die Hörnchen voll sind, wie das halt so ist. Vorher eine Kugel schmilzt nicht, erst wenn 3 Kugeln drin sind. Natürlich ist das so. Ja, ja, genau. Also, ja, genau. Was natürlich, genau, aber das Ding mit dem Kooperativ ist ja vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, ne? Also, wenn man sich so die Kinderspiele, die meisten anguckt, sind die gar nicht kooperativ, oder?
Du kannst mich jetzt eines Besseren belehren, aber ich meine eigentlich, dass sie eigentlich seltener kooperativ sind, oder? Es ist, glaube ich, auch so in den letzten Jahren so ein bisschen Wandel, dass man da auch viel auf kooperativ setzt. Weiß ich nicht, ob da Erziehungswissenschaften mit reinspielen, weil wenn man gemeinsam gefrustet ist, das zu weniger Stress am Tisch führt. Ach so ist das, ja. Ja, kann natürlich sein, ja, ne? Aber halt obwohl nicht, da natürlich der Aspekt halt des Verlierenlernens nicht mehr da ist. Kind. Ne? Doch, du verlierst ja trotzdem. Aber du bist halt, es gibt nicht das eine Kind, was halt der Verlierer ist, sondern man hat halt gemeinsam das Spiel verloren. Hm. Na, okay. Ja, ist was dran. Ja, wäre mir gar nicht so aufgegangen. Aber jetzt, wo wir darüber sprechen, irgendwie ist das, kommt mir das gerade so ein bisschen in den Sinn, ne? Dass das Kooperative bei Kinderspielen mir gar nicht so bewusst war. Weil meistens ist ja eher so, wer, ich meine, keine Ahnung, so viele Kinderspiele kenne ich halt nicht, aber meistens war es eher gegeneinander, meine ich doch schon. Ich wüsste aus meiner Kindheit auch jetzt kein Kinderspiel. Kooperative ist definitiv was nicht. Was kooperativ gewesen wäre. Auf keinen aber Fall, nee. Das Kooperative war ja auch im Erwachsenenbereich lange Zeit kein Thema. Oder nur. Ja, das ist wahrscheinlich der Trend, der dann so durchgeht. Ein sehr, ne? Genau. Vielleicht, es gab sicherlich auch zu unseren, jetzt vor vielen, vielen Jahren auch schon kooperative Spiele. Zum Beispiel, wenn man dann das Sherlock Holmes Kabinett da hier zurückdenkt oder so. Also so komplett weg war es nicht, aber halt auch nicht so verbreitet, wie es heutzutage ist. Wo nee, richtig. Hm. Warum sollen diese Trends halt am Kinderspiel vorbeigehen? Nee, das macht ja auch Sinn. Ne? Vor allen Dingen, wie du eben ja schon sagtest, es lebt ja viel davon, was die Eltern mögen. Ne? So, also die Kinder haben ja noch gar keine Ahnung, die lernen ja erst, was sie mögen. Ich meine, die werden dir schon irgendwann sagen, wenn sie das Spiel nicht gut finden, das auf jeden Fall. Ja. Aber man testet das ja natürlich aus. Ne? Und ich sag mal, dann woran orientierst du dich als Elternteil? Ne? So, wenn du dich mit Spielen ein bisschen auskennst oder selber spielst, dann nimmst du, wie du das eben ja auch schon bei den Quacksalbern gesagt hast, ne? Das kennst du. Ne? Du denkst, oh, das ist irgendwie so ein Titel, der sagt dir was, der hat dir Spaß gemacht. Warum soll der denn nicht in der Kinderversion auch meiner Tochter, meinem Sohn immer Spaß machen? Genau. So, ne? So, und ja, so funktioniert es dann auch so, ne? Mit dem Kooperativ ist angesagt. Und warum soll ich denn nicht mit meinen Kindern zusammenspielen? Oder, ne? Oder ich habe Geschwister oder mehrere Kinder, ne, die dann einfach lernen müssen vielleicht sogar dann auch zusammen was zu machen. Ja. Ne? So. Ja. Auch nicht ganz uninteressant, ne? Du bist ja auch so ein bisschen weg von dem alten, drögen Mensch, ärger dich nicht, typisch, ne? So, weiß ich nicht. Das halt macht schon was aus. Glaube ich auch. Ja, und weiß ich nicht, was gibt's noch? Dann war ja zum Beispiel, wenn wir noch bei den Kooperativen sind, da haben wir ja noch Spy Guy zum Beispiel auf den Tisch gebracht von Treffel. Ja, stimmt. Boah, was soll ich sagen? Also, das ist bockschwer und das hat sich ja dann auch das ist. Da war ich mir echt nicht sicher, ob wir hier über ein Kinderspiel reden, ne? Also ich meine, sind wir mal ehrlich, also mal abgesehen von der Thematik jetzt, ne? Aber hattest du den Eindruck, dass das Mikro, Makro ein Kinderspiel ist? Nein. Kein klassisches Kinderspiel. Also von der Spielmechanik definitiv, familientauglich. Also mal, lassen wir das Thema mal weg. Also, ja, natürlich ist das Mord und Totschlag. Von der Mechanik total familientauglich, weil ja auch diese Wimmelbücher und so super beliebt sind bei Kindern und so. Aber dadurch, dass man da diese Zusammenhänge suchen muss, würde ich es halt nicht als Kinderspiel sehen. Also du suchst ja nicht einen Gegenstand. Du versuchst ja dann auch was zu rekonstruieren. Genau, da steckt halt ein bisschen mehr hinter als irgendwie finde die 5 Eis, die hier versteckt sind auf dem Bild oder so, ne? Genau. So, genau, das ist der Punkt. So, aber ich muss also sagen, wie ist es jetzt bei was? Spy Guy. Spy Guy.
Ja, das Ding, das hat ja eher das gemacht, was ich gerade sagte. Finde hier mal die fünf Eis auf dem Plan irgendwie. Es macht exakt das. Es gibt dir eine Karte, es gibt dir ein Hinweisblatt, das man benutzen darf, um zu wissen, wie viel es davon gibt. Und dann such mal an die Anzahl, die du gefunden hast, gehst du vorwärts. Und ja, du versuchst halt einen Dieb zu fangen. Der geht immer einen vordefinierten Wert, den die Karte vorgibt, vorwärts. Ja, genau. Also das ist ein Rennen gegen den Dieb. Das muss man dazu sagen. Der startet halt vor dir auf so einer Karte, auf so einer Rennstrecke vielleicht. Ja. Das ist die Straße von der Stadt. Die Straße von der Stadt. Hafen abzuhauen. Genau, der versucht halt abzuhauen. Dann kriegst du halt diese Aufgaben und dann steht da drauf, finde alle Schmetterlinge oder so. Und dann kriegst du ein Hilfeblatt, da steht dann drauf, in dieser Stadt gibt es 9 Schmetterlinge oder so. So, und dann musst du halt so Plättchen, um das mal zu erklären, Plättchen auf diese Schmetterlinge legen. Wenn du die gefunden hast, das machen alle gleichzeitig. Also jeder hat so ein paar Plättchen vor sich und alle müssen halt diese Plättchen auf diese Schmetterlinge legen und in der Hoffnung, dass man nach, weiß ich nicht, eine Minute oder was, ich weiß gar nicht, da läuft eine Sanduhr. Ich habe noch nicht geschätzt, ich würde auch sagen, eine knappe Minute vielleicht. Ja, dann läuft halt so eine Sanduhr mit und dann muss man halt innerhalb dieser Minute so viele von diesen Dingern wie möglich zusammenbekommen. Ne? Ja, und diese Punkte, die man dann zusammen gesammelt hat, die darf man dann als Felder vorgehen. Und der Dieb geht halt, wie du schon sagtest, da steht auf der Karte, auf der Aufgabenkarte direkt drauf, wie viele Felder der Dieb gehen darf. Der geht immer gleich. Das genau, weiß man halt. 1 bis 3 Felder, ne? Sind das. Ja. So, theoretisch ist es natürlich cool, weil wenn du 7 Schmetterlinge fängst, darfst du 7 Felder gehen oder was. Nur das Problem ist, du fängst einfach nicht 7 Schmetterlinge. Das kann man schon mal festhalten. Das ist bockschwer. Das Bild, auf dem man sucht, dieses Stadtbild, ist unfassbar hart und kleinteilig. Also das ist, das war echt krass. Also das muss ich wirklich sagen. Halt also auch, der Spielplan ist 1,10 Meter. Ja, damit machen sie auch Werbung, dass dieser Spielplan 1,10 Meter ist, wenn er auf dem Tisch liegt. Also ja, der war relativ groß, in der Länge. Mhm. Das heißt, dann hat er schon ordentlich was zu gucken. Und ich weiß nicht, wie es mit Kindern aussieht, die vielleicht irgendwie so 7, 8 sind, die so in diesem totalen Memory-Alter und fotografischen Gedächtnisalter sind. Ja, wie die da abschneiden. Aber so momentan, wenn wir das hier spielen, wir gewinnen 1 von 10 Partien. Ja, das, also ich muss ja mal sagen, ich hatte ja die Ehre, dann jetzt mitspielen zu dürfen. Das war schon ein krasses Ding. Also da muss ich wirklich sagen, da muss ich ja sogar sagen, das fand ich sogar richtig geil. Also das ist ja so ein Spiel, da kannst du mir auch nochmal hinsetzen. Da braucht noch nicht mal dein Sohn dabei sein. Da habe ich ja einen gewissen Ehrgeiz, muss ich ja gestehen. Das würde ich wirklich gerne schaffen, weil wir haben ja keine einzige Partie gefunden in der Zeit. Ja? Also, das war ja überhaupt nicht machbar. Ich glaube, ich nur eine Runde gespielt mit dem Zwerg, aber das spricht ja auch für so eine Art von Kinderspiel oder das ist ja fast schon ein Familienspiel. Dass es da mittlerweile auch Spiele gibt, wo du sagst, das Spiel... Die bockschwer sind? Nein, das nicht. Wo du sagst, das würde ich sogar ohne Kind nochmal ausprobieren. Ja, ich war, ja, also weil ich mochte ja auch Mikro, ja. Makro, muss ich ja gestehen. Also das macht ja schon Laune, aber ich muss ja wirklich sagen, ich bin trotzdem ein bisschen überrascht. Also da ist die Frustrationsschwelle, stelle ich mir da ziemlich hoch vor. Also muss man schon. Ich mir allerdings auch. Ich spiele es mit meinem Sohn trotzdem gerne, weil er noch nicht so weit ist, dass er es unbedingt gewinnen muss. Ja, da steht noch ganz viel dieses, wir wollen einfach suchen im Vordergrund, ja, und habe ich jetzt. Und einfach zusammen mit dem Papa das machen, so, ne? Vielleicht suchen, auch, genau, ne? Da ist noch egal, ob jetzt der Dieb davonrennt oder nicht. Das ist dann mehr so, dass ich mich dann ärgere, dass man es nicht geschafft hat, aber. ja, schön. Aber generell ist das so, also tatsächlich so, ich mir denke so, puh, das zu gewinnen ist fast schon zu schwer. Ich meine, tatsächlich darf ja auch so ein kooperatives Spiel nicht zu einfach sein. Das wissen wir auch von den Erwachsenen spielen. Ja, da denke ich das auch. Aber so. Ich muss ja sagen, also ein Kind will auch mal gewinnen, ne? Genau. Also ich würde mir da schon wünschen, eine Gewinnquote so von 50%, fände ich persönlich. Ja, aber bitte.
angenehmer. Und ich weiß nicht, vielleicht kommt da irgendwann nochmal eine überarbeitete Ausgabe von Treffel, wo es ein bisschen entschärft wird. Aber generell ist es ein, finde ich das ein sehr gelungenes Spiel. Also allein durch die Aufmachung. Ich fand es auch gut, aber es Aufmachung und es lädt halt ein, was halt echt schön ist, es lädt halt ein, dass man es spielt. Aber da könnte auch draufstehen, hast du Bock auf ein frustrierendes Spielerlebnis? Dann bitteschön. Greif mal zu, ey. Der perfekte Aufdruck für die Packung. Ja. Obwohl, ich muss dir aber sagen, wenn auf dem Spiel draufstehen würde, hast du Bock auf ein frustrierendes Spielerlebnis? Greif hier zu. Da muss ich dir sagen, das würde meine Neugier derartig wecken. Da würde ich wirklich zugreifen, glaube ich. Da wäre ich so. Also ich kann nicht erklären, aber das wäre so bescheuert, wo ich denke, nee, da schreibt doch keiner auf sein Spiel drauf. Ja, egal, lassen wir das. Aber trotzdem, das fand ich schon echt krass, das Ding, muss ich sagen. Und vor allen Dingen, aber was da ja auch ist, da muss ja auch eine echt, ich sag mal, eine Aufmerksamkeitsspanne haben, weil du musst ja wirklich, wirklich konzentriert über diesen Spielplan gehen. Ne? Das ist ja nicht mal eben so darüber geflogen. Das ist ja richtig hart, ne, die Sachen da zu finden. Ja, finde ich schon, ist schon challenging als Kinderspiel, das Ding. Ja, aber geht halt auch wieder in eine andere Richtung, als was wir bisher hatten. Alles die anderen beiden Titel. Und das ist halt das Spannende. Ja, allerdings. Jetzt haben wir mehr über den Titel gesprochen, als ob da Rob etwas Abwechslung bringt. Ja, aber das ist natürlich, ja. Also es gibt halt auch diese, ich würde das jetzt kein Deduktionsspiel in dem Sinne nennen, aber so eine Art Detektivspiel, es ist schon so ein Einstieg in diese Detektivspielwelt, ist es ja irgendwie doch. Ja, ne? Also Deduktion auch, wenn es nur ein Suchbild ist. Es ist ein Suchbild, ja. Deduktion ist ja noch nicht vorhanden. Ja, nee, Deduktion ist nicht vorhanden. Ja, das ist vielleicht ein bisschen hochtrabend jetzt. Aber trotzdem hat er schon sowas, ein bisschen von diesem finde Sachen raus, such Sachen und so. Und hier sind wir an einem Punkt, wo halt auch dieses, wir kombinieren ein bisschen die Spielmechanismen ganz klar greift, ja. Weil du hast dieses Suchspiel. Also so ein bisschen diesen Mikro-Makro-Suchmechanismus, ne? Such was Bestimmtes. Wimmelbild, ja. Mhm. Ja. Und gleichzeitig hast du aber ein simples Rennspiel integriert im Endeffekt. Ja, nur dass dein Würfelergebnis hier nicht ein Würfelergebnis ist, sondern dein Suchergebnis. Vorgegeben. Mhm. Ja, stimmt. Ja, also deins ist das Suchergebnis, genau. Und der Dieb ist halt ja vorgegeben. Ja, das stimmt, das ist auch ein Rennspiel. Ja, habe ich ja eben schon gesagt. Eigentlich ist es ein Wettrennen, ne, gegen den Dieb. Ja. Gegen den bösen, gemeinen Dieb, der oft gewinnt. Obwohl er nur 3 Felder geht. Ja. Aber er braucht auch nur 15 oder so. Das darf man halt auch nicht vergessen. Nee, das stimmt. Also das ist schon, das ist schon ein ziemlich toughes Ding. Also, kannte ich auch gar nicht. Fand ich spannend. Wo wir ja letztens hier mit den Dice Brothers, also mit dem Dan zusammen, ja noch ein Treffel-Video gemacht haben. Oder haben wir ja eher so die neuen Familienspiele, sag ich mal, so ein bisschen unter die Lupe genommen. Da war das jetzt natürlich nicht bei. Aber spannend. Das hätte bei mir wahrscheinlich sogar eine gute Bewertung bekommen, weil ich sowas mag, weil mich das herausfordert. Das fordert ja auch mich heraus. Also das ist ja nun nicht so, als ob das jetzt nur für ein Kind herausfordert. Ist auch tatsächlich einer von den 22er Herbstneuheiten oder von Treffel gewesen. Krass. Ah, krass. Ich bin schon überrascht. Nee. Das kannte ich nicht. Das hatte ich nicht am Schirm. Ist jetzt auch dicht, wo wir normalerweise drauf gucken. Ne? Ich muss einmal die Nase putzen, nicht erschrecken. Nee, das stimmt. Ja. Ja, gut. Das ist ja auch, wie du eben schon eingangs festgestellt hast, nicht so meine Spielewelt eigentlich. Wo jetzt nicht mein erstes Interesse hingeht. Aber es ist schon spannend. Also, ich finde, es gibt schon interessante Sachen, ne? Und was wir gespielt haben, das ist natürlich, also dann haben wir noch hier dieses total kranke Spiel gespielt, hier mit dieser Wäscheleine. Ja. Das war völlig bescheuert. Also das ist ja wirklich total krank. Da muss man irgendwie Wäschespinne von hoch.
Also das war wirklich, da muss man würfeln. Mega blö. Genau. Ja, da muss man würfeln. Und dann steht da drauf, wenn man die Sonne würfelt, die Sonne scheint, da darf man seine Wäsche aufhängen. Ist ja logisch, weil Wäsche bei Sonne natürlich trocknet, dann hängt man die auf seine Wäsche, auf dieses Wäschespinderad da, auf Wäschespindel. Wenn es bewölkt ist, dann hängt man sie ja nicht raus, weil das ist ja nicht so sinnvoll. So, oder das Blöde ist, kann natürlich auch Sturm aufkommen, der übrigens ziemlich häufig vorkommt auf dem Würfel. Also irgendwie wohnt die auch in der falschen Gegend für so eine Spindel. Und dann muss man auch so einen Knopf drücken und dann fängt an, Sturm zu kommen. Übrigens, die Hilde, diese gute Oma, ich glaube, es soll eine Oma sein, ist so, ja, sagen wir, nicht so ist. Eine ältere Dame auf jeden Fall. Eine ältere Dame, so, ja. Und die hängt dann auch an diesem Wäscheding. Die lässt sich halt mit durch die Gegend wirbeln, die jubelt aber. Das ist also nicht böse, sondern die findet das toll, ne? Die steht auf den Thrill irgendwie. Und dann fängt das Ding sich an zu drehen. Entweder ist es ein heftiger Sturm oder ein kleiner Sturm. Und wenn einem dann die Sachen da um die Ohren fliegen, seine Klamotten, die man aufgehangen hat, das ist schlecht. Weil man gewinnt irgendwie, wenn man all seine Klamotten auf dem Wäschespindel hat, glaube ich. Genau. Ja. Also das ist wirklich total schräg. Und bestimmt dauernd. Aber da sind wir halt bei einem klassischen Spiel, wo du als Erwachsener die totale Unterforderung erlebst, weil der Spielablauf ja nichts, ja, der ist nichts halt so, hergibt, was du irgendwie, was dich zum Nachdenken oder sonst irgendwas anregt, wo du aber am Tisch die totale Freude bei den spielenden Kindern erlebst, wenn diese Spinne sich dreht und die Sachen runterfallen. Ja, total. Also das war schon sehr, sehr, sehr strange. Aber das war auch lustig. Also ganz ehrlich, das war lustig. Ja, genau. Also da kann man auch so als Erwachsener mit drüber lachen. Also, weil, ja, eben, also du lachst dann mit darüber, weil das so bekloppt ist, aber es ist halt, ne? Also spielerisch ist da ja nicht viel hinter. Muss man knallhart sagen. Also bei allem, was recht ist. Ja, bei allem, was recht ist. Also Spiel ist, ist eher so ein bisschen Amüsement, so, ne? Also ist eher so ein bisschen Unterhaltung, so, ne? Irgendwie so, weiß ich nicht. Also, ja, keine Ahnung. Ich habe jetzt auch nicht im Kopf, welche Altersgruppen das sein soll. Aber also ab 4. Ab 4, aber guck mal an. Ja gut, du musst ja diese Wäsche da aufhängen und so, weiß ich nicht. Aber also, es ist halt ab 4, weil du musst halt motorisch in der Lage sein, die Wäsche aufzuhängen. Ja. Kann jetzt irgendwie ein 1,5- oder 2-Jähriger vielleicht noch nicht so. Und du musst die Würfelergebnisse auseinanderhalten können. Also die Symbolik. Das stimmt, ja. Ja, und dann wissen, was die Symbolik auch bedeutet. Ja. Dass halt Sonne bedeutet, häng was auf. Dass die Regenwolke bedeutet, du musst es wieder runternehmen, ne? Zum Beispiel, ja. Deswegen ist schon, ist halt in Ordnung. Aber es trifft halt genau den Humor der Vierjährigen. Für wahr. Ja, die Frage ist halt, ist das, was man unter Abwechslung im Kinderspiel versteht? So eine wilde Hilde. In Bezug auf unsere Fragestellung ja schon. Weil wir ja nicht die Fragestellung darauf beziehen, ob ein Spiel in sich abwechselnd ist, sondern ob die Kinderspiele mittlerweile halt genug abdecken, dass man halt, wenn man 4 Spiele, 5 Spiele auf den Tisch packt, durchaus auch andere Spielmechanismen, Spielprinzipien kennenlernt. Ja, also das, dafür wäre es halt, also wenn ich jetzt das mal so auf unseren Spielnachmittag runterbreche, ich glaube, dann haben wir noch ein anderes Spiel gespielt, das war irgendwie so ein UNO-Verschnitt, das brauchen wir ja, das ist war halt genau, mit ja, Tieren, ja. Mit bunten Tieren, aber Match, da war entweder gleich Tier oder gleich Farbe oder so. Genau, es ja, ist halt Ahnung. Nur ohne Sonderkarten und runtergebrochen auf die Zwerge. Ja, genau, aber das war ja trotzdem okay, weil es eigentlich so ein ganz simples Kartenspiel ist. Ne? Genau. So, also es ist halt auch erste Erfahrung in so einem Bereich irgendwie. Ne? Also ich finde das gar nicht so schlecht, um das so, da mal so einen Einstieg zu finden soll für Kinder, ne, auf simpelsten Wege. Aber das Little Match jetzt oder das Wilde Hilde?
Ja, Wilde Hilde, also nein, das genau, Wilde Hilde kann ich nur als, das kann ich nur als Amüsement nehmen. Das genau, ist, die Wilde Hilde ist halt so, das ist halt das, was wir als Partyspiel bezeichnen würden. Ja, genau. Ja, ich glaube, ja, genau. Also, ne? Das ist für Kinder das Partyspiel, genau. Genau, ja. Und genau, ja. Und so das Little Match, genau, das habe ich ja auch letztes Jahr auf der Messe mitgenommen. Genau, weil das ist halt ein super Einstieg in die Kartenspielwelt, ja. Die Kartenspielwelt, auch ins kompetitive Spielen. Wir haben es am Anfang halt immer noch mit offenen Karten gespielt. Mittlerweile klappt das ganz gut, dass es auch mit den verdeckten Karten hinkriegt, was er wann spielen darf, weil das sind halt die klassischen UNO-Regeln, wie man sie kennt, oder Mau Mau, ne? Gleiche Farbe, ja, oder genau. gleiches Tier. Ja, total, also schöne, okay. Schöne große Karten, also, ne, dass man da wirklich das Tier auch drauf erkennt und nicht drüber nachdenken muss, was ist es. Was ich da halt auch wunderschön und gut finde, ist, dass diese Karten halt, dass es keine Pappkarten sind. Es war so Plastik, ne? Ja, das sind halt so Plastikkarten, kriegst du halt nicht kaputt. Als. Zumindest nicht, ja, so einfach. Wahrscheinlich kriegst du sie schon kaputt, ohne Frage. Man kriegt alles irgendwie kaputt. Man kriegt alles kaputt. Wenn man will, kriegt man alles kaputt. Ist doch so. Ja, aber du musst dir halt keine Sorgen machen, wenn du das jetzt irgendwie einem Dreijährigen gibst und die Karten mischen, dass deine Karten dann danach auseinanderfallen. Nee, das glaube ich auch nicht. Weil die Papierschichten sich lösen. Das kann ja nicht passieren. Oder wenn die halt ihren Saft auf dem Tisch stehen haben, dass irgendwie, ne, dann in der Hektik was zu trinken umkippt und dann das Spiel danach wegschmeißen kann. Das finde ich halt schon halt auch mitgedacht. Ja, yes, auf jeden Fall. Aber das hat ja erstmal nichts mit dem Spiel an sich zu tun, wie es funktioniert. Das ist halt, das ist produktionstechnisch halt hervorragend. Aber natürlich bringen wir da auch wieder Abwechslung rein, ne? Weil man lernt hier Kartenspiel kennen. Ja, also da muss man ja schon sagen, ne? Also wir sind ja schon angekommen bei dem Punkt, dass man einfach fast schon wirklich sagen kann, ne? Also es gibt so viele verschiedene Sachen, ne? Es gibt Adaptionen von bekannten Erwachsenenspielen kindgerecht dargelegt, ja, womit wir quasi ein bisschen gestartet sind. Du hast alle Genres irgendwie vertreten. Du hast klar das Push Your Luck, du hast aber auch das Kartenspielmäßige. Ne? Du kannst halt weiterhin so Geschicklichkeit und so Spitzpass auf und so. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst, so uralte Sachen, ja. Aber das gibt es wahrscheinlich immer noch. Fang den Hut, weiß ich nicht. Ja, fang den Hut ist blöd, aber so Spitzpass auf, weil ich sag doch, wo man diese Sachen so wegziehen muss, wo man die so fangen muss, in so einem Becher oder so, ne? Ja, war das nicht? Du hast irgendwie, ich weiß nicht, was ist, ob es ein Hut oder irgendwas hast du auf so einem Tableau liegen, an der Kordel. Und wenn irgendwas gewürfelt wurde, musste man versuchen, den Becher. Dann musst du schnell wegziehen oder der Becher schnappt dich. Genau. Ja, genau, so war das irgendwie, ne? Also das sind natürlich auch so Sachen, wo du denkst, ja, okay, ich meine, gut, klar, aber das ist halt so ein Geschicklichkeitsding, das funktioniert aber auch immer noch. Ja. Ja, gut, das ist krass. Und dann haben wir ja tatsächlich, was du ja eben schon hattest bei Spyrim, wo du sagst, den Einstieg ins Deduktionsspiel, den hast du ja quasi auch kennengelernt. Ja, es gibt ja, also es gibt ja selbst. Wir haben ja noch Stop the Robots gespielt. Stimmt tatsächlich. Das habe ich fast nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Das war sogar ziemlich cool. Das finde ich auch ziemlich cool. Da hast du halt ein, ich finde da auch, wie es umgesetzt wurde, ist ziemlich cool. Das ist halt ein Funkgerät dabei, was dir, glaube ich, einen 6-Minuten-Timer vorgibt, meine ich, ist es in der einfachsten Stufe. Das könnte sein. Ja, meine schon. Aber ich möchte mich da gerade nicht drauf festlegen, ob 6 oder 4 Minuten waren. Auf jeden Fall hast du einen Timer, der ja darüber läuft. Und dann hast du die Spielkarten mit den Robotern drauf, wo es ja im ersten Schritt erstmal darum geht, anhand von Hinweisen den richtigen Roboter zu finden, so weit auszusortieren,
den richtigen Roboter zu finden, genau. Und wenn es allein dann schon mal darum geht, ja, rauszufinden, ja, es gibt 3 rote Lampen, ne? Das fordert gerade vor allen Dingen so ein Kind schon ganz schön, wenn es auch noch in diesem ich lerne zählen Mechanismus ist. Dann tatsächlich auch die 3 roten Lampen zu finden oder was auch immer, oder dann noch diese Farbkombination von Drähten, die später abgefragt wird, weil die Drähte, die Farben ja nicht unbedingt noch in der Reihenfolge genannt werden, wie sie auf dem Roboter dann erscheinen. Ja, also da ist halt schon richtig, richtig Deduktionsspiel. Und im zweiten Teil ist ja dann auch ein bisschen Logik gefragt. Da gibt es also keine Rätsel auf den Rückseiten. Wenn auf der Rückseite ja, genau. Die Rätsel sind, die auch unterschiedlich schwer sind, je nachdem, wie weit man wie weit man raufgekommen ist im Schwierigkeitsstufe. Ich glaube, es gibt 9 Schwierigkeitsstufen, die man erspielen kann. Wenn man 2 hintereinander gewinnt, geht der Walkie-Talkie automatisch auf die nächste Schwierigkeitsstufe. Und wie gesagt, ich finde die Umsetzung ganz gut. Du kriegst halt die Hinweise über den Walkie-Talkie und musst halt auch dein Feedback über das Walkie-Talkie geben. Das fand ich ganz nice. Genau. Dass man so das Gefühl hatte, man interagiert so ein bisschen mit dem Spiel. Manchmal erkennt es nicht so ganz, was man gesagt hat, weil es da halt nur auf bestimmte Schlüsselwörter reagiert. Wenn die, wenn dann irgendwie ein paar Umgebungsgeräusche da sind und man nicht ganz sauber gesprochen hat, dann hat er das nicht erkannt. Aber okay, ist der Technik geschuldet, kann man aber mit leben und weiß, damit umzugehen. Ansonsten halt diese Interaktion, man hat halt nicht nur ein paar Karten da liegen und einen Zettel, wo draufsteht, such das. Ja, sondern man hat diesen Zeitdruck. Und da ist man von den Mechanismen, wie ich finde, schon sehr nah dran an einem Erwachsenenspiel. Halt auch, wie es abläuft. Sehr nah, finde ich sogar. Also das fand ich sogar fast schon, also das Spiel fand ich sogar fast überraschend, muss ich sagen. Also ich habe dann, also ich muss sagen, selbst ich habe so ein bisschen am Anfang, weil ich ja nicht so ganz genau wusste, wie schnell geht das, schon so ein bisschen den Druck, den Zeitdruck mitgespürt, ne? Wir müssen jetzt diesen Roboter finden, ne? Also, da ist, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das so total trivial war, so, ja, ja, machen wir eben schnell, sondern, ich meine, am Ende war es halt natürlich dann doch irgendwie, ne? Aber, wenn du das jetzt auch gar nicht kennst, an der Stelle, ja, fand ich schon, da kam da schon dieser gewisse Zeitdruck auf. Habe ich sogar auch gespürt. Die ersten Runden haben wir das erste Level immer so ganz knapp geschafft. Also die erste Stufe. Aber, also da habe ich es tatsächlich so gemacht, dass ich den Zwerg alle Karten habe alleine durchgucken lassen. Ja? Also wenn es hieß, wir suchen 3 rote Lampen, habe ich ihm die Karten nacheinander gezeigt. Ja, und er musste entscheiden, ja oder nein. Und das dauert natürlich auch länger, als wir haben jetzt die Stapel aufgeteilt und er musste das jetzt mal für sich alleine machen. Das war eine neue Stufe, die ich mit ihm gemacht habe, sozusagen. Ne? Dass er zwar weniger Karten kriegt, aber für sich alleine das selbst mal entscheiden muss, ne? Aber gewinnst du natürlich Zeit, ja, weil wenn du 2 Erwachsene hast, die sind im Aussortieren schneller. Ja. Ja, das geht einfach, das ist einfach Fakt. Und tatsächlich bei den Rätseln muss man einem 4-Jährigen, das ist glaube ich erst ab 6 sogar, das Stop the Robots. Bei den Rätseln muss man ihm dann halt auch noch ein bisschen helfen. Also da ist halt noch nicht gegeben, dass man diese Logikrätsel, die da abgefragt werden, sofort versteht, was von einem verlangt wird. Aber wenn man ihm erklärt, guck mal, das erste Symbol ist nach unten, das zweite nach oben, das dritte wieder nach unten, was fehlt denn da, ne? Also wenn man dann, das so erklärt. Dann versteht er schon, dann versteht auch ein 4-Jähriger, dass jetzt wieder was gesucht wird, ne? Also dass jetzt wieder was nach oben gesucht wird in der logischen Reihenfolge, aber da fehlt noch dieses, was wir halt haben, wir gucken drauf und wissen, was gesucht ist. Oder halt, was, wie die Logik. Ja, so ist es. Ja, ja, so ist es halt, ne? Deswegen, da braucht man halt noch in dem Alter Anleitung. Okay, ist sogar 7. Ja, aber ich glaube halt, wenn du das 7-Jährigen gibst, die können das für sich alleine spielen und da ein richtig gutes Spielgefühl haben und ohne und halt nicht mehr dieses Gefühl haben, ein Kinderspiel zu spielen im klassischen Sinne. Nee, ich weiß auch genau, ich wollte gerade sagen, also Kinderspiel, ja, das ist schon ein bisschen, also das fand ich schon
Also das fand ich sogar richtig krass, wirklich spannend irgendwie. Das hat schon so ein bisschen, weil das ist ja auch so ein bisschen einsatzmäßig, da kommen diese Stimmen, oh, Leute, wir müssen diese Bombe finden oder genau, diesen Roboter finden. Und los, 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 ne? Wir müssen hauen jetzt rein irgendwie, ne? Wir brauchen euch jetzt hier und so. Das ist irgendwie schon, das fand ich schon krass, krass interessant irgendwie. Das hat mich auch wie tatsächlich so ein bisschen überrascht, das Spiel so. Also. Als das Spiel hier gekommen ist, ich wusste ungefähr, was mich erwartet. Aber dass tatsächlich da so eine gelungene Umsetzung hintersteckt, das hat mich dann doch schon positiv überrascht, weil ganz häufig, oder es passiert halt ganz schnell, dass spätestens dann, wenn Elektronik mit ins Spiel kommt, dass man sich dann irgendwie, ja, von dem Spiel eher entfernt. Ja, oft, ne? Also bei Kindern weiß ich das jetzt halt nicht. Gut, wie viele Erwachsenenspiele, obwohl, ja, es werden auch wieder mehr oder so, diese uralten Retro-Spiele werden ja auch wieder alle aufgelegt, wo diese Elektronik drin war. Da stehen die Leute ja jetzt doch wieder drauf, ne? Irgendwie interessanterweise. Nee. Aber trotzdem, ja, das Recht, also. Wo ich sagen muss, ich bin schon überrascht. Also das hat mich wirklich überrascht, das Spiel. Also kannte ich auch mal wieder so gar nicht. Irgendwie. Aber mit Kinderspielen überrascht mich ja sowieso, ja, weil ich ja wirklich wenig Ahnung davon habe. Aber ich fand halt schon spannend. Wir haben 7 Spiele gespielt an dem Abend. Ja gut, das siebte ist ja kein Kinderspiel. Da haben wir ja noch eine Runde Hack-Mack gespielt und da war dann noch das Köpfchen irgendwann voll. Hack-Mack ist nun, da wissen wir. Da gibt es auch, glaube ich, eine Kindervariante von, aber die normale Variante ist nun mal kein Kinderspiel. Da gibt es halt taktische Varianten, aber das kannte er halt vom Handy. Das kannte er halt vom Handy, weil es ja auch eine digitale Umsetzung von gibt, wo er dann schon mal. Von Hack-Mack am Bratwurm-Eck gibt es eine Handy-Version? Ja. Deswegen hat er ja auch direkt gefragt, wo denn hier die Hühner drin sind in der Schachtel. Weil in der digitalen Version ist halt jeder Spieler ein Huhn, was man dann auch sieht. Ach, guck mal an. Die machen auch die Huhngeräusche, wenn man gewürfelt hat und so und ja. Was? Warum weiß ich das nicht? Was? Moment mal. Da muss ich gleich direkt mal, wenn wir hier durch sind, in den App Store gehen. Ja, ist aber das nicht. Muss ich finden. Es ist auf jeden Fall, also kostet Geld. Das kann ich dir schon mal sagen. Ist egal. Ich weiß nicht, was ist. Was ist ja, weiß ich nicht. Ich habe auch der Kartograf hier drauf, das hat auch ein bisschen Geld gekostet, weil man das schön mal alleine spielen kann und also das ist mir egal. Also wenn das jetzt nicht 7 Euro, wenn das nicht 10 Euro kostet oder so, mehr als das Originalspiel in Natura, dann weiß ich nicht. Also ich habe sogar auf dem Tablet die Zombieside-Version für einen 5er mir gekauft. Allerdings habe ich die irgendwie jetzt einmal gespielt, das war ein bisschen blöd. Vielleicht soll ich das nochmal tun. Aber ist egal. Gut, sagen wir 6 Spiele. Nicht mehr finden. Vielleicht ist es auch aus dem App Store irgendwann mal rausgeflogen. Ja gut, dann. Ja, dann 6 Kinderspiele, genau. Ich glaube, 6 Kinderspiele, aber wir haben 6 Kinderspiele gespielt und 6 völlig unterschiedliche Dinge. Richtig. Und das beantwortet die Frage für mich eigentlich schon. Weil da ist einfach so viel Abwechslung drin. Also Kinder müssen nicht nur bei Haber irgendwelche, ich meine, ist ein bisschen komisch, ne? Aber irgendwelche Puzzle, irgendwelche Holzformen in eine Holzform reinpacken oder davon, so. Davon ist Haber ganz weit weg hier. Ja, was weiß ich. Da gibt es hier meine ersten Spielereihe. Ja, wahrscheinlich bin ich jetzt auch schon eher bei sehr kleinen Kindern. Ja, also. Aber so ab 2,5 fängt das bei Haber auch dann schon tatsächlich mit Spielen an. Also, Haber ist halt für Kinderspiele durchaus eine sehr gute Anlaufstelle. Ja, die ist vor allen Dingen ja auch hochwertige Materialien und so. Das habe ich ja, das ist ja auch alles. Ich weiß, was du meinst. Aber wenn du an Haber denkst, dann denkst du erstmal an sowas. Also ich meine, also wenn du damit nichts zu tun hast, so, ne? Also. Ja, wenn du an Kinderspiele denkst du erstmal an sowas. Dann kommst du natürlich ja, ganz schnell mit Haber in Berührung, mit den Spielen von Haber, weil sie einfach sehr präsent sind und weil sie halt auch da ganz viel mit ihr Kerngeschäft haben im Kinderspielbereich. Ja, natürlich. Ist ja auch in Ordnung. Also ich muss es ja auch geben und ich finde es auch wichtig, dass Kinder zum Spielen kommen.
ne, weil das ja einfach so viel tut, ne, wie natürlich soziale Interaktionen und so weiter verlieren können, gewinnen können. Man muss auch gewinnen können, das ist auch. Ne? Also da gibt es ja viele Dinge, die man irgendwie beachten muss und so weiter. Also von da aus bin ich ja echter Freund davon. Ich habe nur keine Kinder, ne? Also deswegen ist das eben hier für mich so kein Thema. Ja, jetzt weißt du, Zeit, eine Patchwork-Familie aufzumachen für mich, glaube ich. Ja, wenn wir das nächste Mal machen, dann versuche ich mal. Dann bringen wir dir mal Monster-Poops mit. Ja, oder hier, ne? Also wer Interesse hat, ne, gerne an Blockspiele-Redaktion schreiben. Wer auch Interesse hat, mit mir eine Patchwork-Familie zu gründen. Nee, Patchwork müsste ja Kinder mitbringen. Das ist ja Quatsch. Nein, der Partner kann auch. Obwohl, weiß ich gar nicht, ob Patchwork tatsächlich von beiden Seiten das verlangt. Hm. Weiß ich jetzt auch gar nicht. Ich weiß, aber ist egal. Also, ne? Potenzielle Partnerin für die Zukunft. Wenn du Kinder hast, gerne. Und nicht nur wegen Kinderspielen, sondern auch so gerne. So. Es ist auf jeden Fall schön, dass dieser Spielenachmittag unsere Frage ja quasi wunderschön beantwortet hat. Und nicht nur beantwortet hat oder unterstrichen hat, dass Kinderspiele abwechslungsreich sind und man eben heutzutage nicht mehr irgendwie nur auf einfache Memory-Spiele und simpelste Rennspiele angewiesen ist, ja, sondern dass wirklich alles abgedeckt wird, ne, vom einfachen Kartenspiel Little Match, was so ein bisschen an Uno rangeht, bis zum Deduktionsspiel und zum kooperativen Spiel, ja, oder auch zum richtig. Oder auch mal ein Partyspiel wie die Wilde Hilde, ja. Und sind wir ehrlich, halt, ne, als Erwachsener hast du ja auch mal Spaß dran, ne? Ja, also da ist ja, da ist ja, ne, also und wenn du da sitzt und diese Wilde Hilde dann da irgendwie hui irgendwie da, ne, also da musst du sagen, das ist ja, das finde ich auch lustig irgendwie und mal. Was ja halt auch wichtig festzuhalten ist, finde ich, ist aber, dass es mittlerweile auch genug Kinderspiele gibt, wo du als Erwachsener halt nicht sagst, ja, mein Sohn, ich spiele mit dir, aber eigentlich dir denkst, boah, lass es schnell vorbeigehen, ja, sondern dass es mittlerweile echt viele Spiele gibt, wo du ja vielleicht als Erwachsener gerne mitspielst. Genau, vielleicht ja, nicht gefordert bist als Erwachsener, ja, aber einfach dich halt tatsächlich anstecken lässt und dass die Spielfreude bei dir auch ankommt. Ja, sei es, weil es dem Kind Spaß macht oder sei es, weil halt wie in einem Cora-Quest halt auch Mechanismen verbaut sind, die du gerne spielst, die aber regeltechnisch so weit runtergebrochen sind, dass sie mittlerweile auch jüngeren Kindern zugänglich gemacht werden und dass halt auch die Spiele-Designer und die Verlage sowas mittlerweile einer jüngeren Zielgruppe auch zutrauen. Ja, na klar. Ich denke halt, aber das da hat die Spieleindustrie halt, ganz viel durchgemacht, Entwicklungen in den letzten Jahren. Das denke ich auch. Also es ist halt, das Problem ist, dass ich einfach auch gar nicht mehr weiß, was ich so alles gezockt habe oder gespielt habe. Gezockt, das klingt jetzt auch irgendwie so, als ob das jetzt hier so, aber was ich so früher gespielt habe, das weiß ich ehrlicherweise gar nicht mehr so richtig. Also Mensch, ärgere dich nicht, hat man sicher, das verrückte Labyrinth hat man sich ja auch gespielt, Hase und Igel damals und so. Ganz viel solche Sachen haben wir immer gespielt. Mit meiner Schwester auf dem Tisch. Auf jeden Fall auch. Super viel Spiel des Lebens gespielt. Aber das sind ja schon die, wo du ein bisschen älter bist. Genau, das ist schon so ein bisschen älter. Also tatsächlich war ich so als ganz junger so Kindergarten, die ersten Schuljahre gespielt habe, so erste, zweite Klasse, könnte ich jetzt auch gar nicht mehr bewusst sagen, aber vielleicht kam es auch einfach erst später bei uns. Außer eine Memory, ja, wir hatten mein erstes Memory damals, das weiß ich, das hatten wir zu Hause und ja, aber wie gesagt, ich glaube so viel, außer man hat seine Spielesammlung zu Hause gehabt und ich glaube, das hat wirklich ganz viel hier noch Mensch, ärger dich nicht gespielt wurde und sowas, das halt ja sowieso im Haus war. Ja, das glaube ich auch. Es ist halt schön, dass heutzutage, gerade auch wenn man Vielspieler ist, dass man auch seinem Kind da Abwechslung bieten kann und wie gesagt, dass man halt auch als Erwachsener genug Spiele findet, die das Kind
fordern und fördern, aber einen als Mitspielenden nicht direkt unterfordern. Ja, das glaube ich auch. Also ich finde, das kann man einfach auch so festhalten. Das ist ja, wie soll ich sagen, also ja, ja. Und da ist es halt auch schön, dass du halt, der wie gesagt nicht regelmäßig jetzt mit dieser Zielgruppe spielst, das an so einem seltenen Spielenachmittag halt auch diese Erfahrung gemacht hat. Ich weiß nicht, ob du so ein bisschen die Sorge hattest, dass da wirklich so die klassischen Kinderspiele kommen und das dann eher so eine dröge Nummer wird. Nee. Also die Sorge hatte ich aber auch einfach nicht, weil ich ja, also nee, die Sorge hatte ich aber auch schon deshalb nicht, weil ich ja wusste, wer da kommt. So, das klingt jetzt irgendwie komisch, ne? Aber ist ja, also da, ich wusste, das wird auf jeden Fall ein netter Nachmittag, so, ne? Und das war mir schon klar. So, ne, hätte ich das Gefühl gehabt, das ist nichts für mich, das kann ich nicht, ne? Also, dann hätte ich auch gesagt, nee, glaub mir, lass das mal nicht machen. So, ne? Aber ich wusste, der Kurze hatte da Bock drauf, der wollte ja unbedingt mal mit mir und ja, also, wollte einfach mal mitkommen, mit mir jetzt spielen. Und das haben wir auch gemerkt, der hat auch Bock. Und wir haben hier, weißt du, wir haben hier abgeklatscht zusammen und weiß ich nicht, High Fives gemacht und weiß ich nicht. Und es hatten, dadurch hatten alle Spaß an diesen Spielen, egal wie. Vielleicht, wie unherausfordernd sie gedanklich auch mal oder so gewesen sein mögen, aber es ist egal. Es war einfach witzig. Wir haben es geschafft, auch deinen Spielhorizont mal deutlich zu erweitern. Das ist ja schon mal wunderschön. Ja, das ist deswegen auch schon so. Es war ja wichtig, weil das kann man mal, machen wir jetzt mal einen internen Part auf. Das Thema Kinderspiele musste jetzt hier auch mal auf den Tisch. So ein bisschen, ne, weil wir diskutieren ja auch intern hier in unserem Dice Brothers Blockspiele, ne, also alles, was dazu zugehört, was wir so besprechen wollen, was für Themen wir machen wollen, was für Videos wir drehen wollen, worum, ne, man, wie definiert sich der Kanal, wie definiert sich das gesamte, ja, ich sag mal Imperium, aber das gesamte, wie kann man das eigentlich nennen, weiß ich gar nicht. Unsere Blockspiele-Welt oder wie man sie auch mal nennen will, ja, so. Und da bin ich ja eigentlich immer der Vertreter, der eigentlich sagt, mit Kinderspielen haben wir nicht viel am Hut. So. Und weil wir jetzt ja mit den Dice Brothers auch noch so eine Kleinigkeit vorhaben, wo dann Kinderspiele auch natürlich einen Part von einnehmen müssen. Ja, in diesem Fall und ich dann nicht so begeistert war, weil, muss man auch mal sagen, weil es aus meiner Sicht so unglaublich viel Platz einnimmt. Aber ich habe mich davon auch überzeugen lassen, dass das so viel Platz einnehmen muss an dieser Stelle, weil es einfach richtig ist irgendwie so. Und ich bleibe da dabei, dass das nicht unser Hauptaugenmerk ist, aber man darf es eben nicht vergessen. Nein, sollte es auch, da bin ich bei dir, sollte es auch auf dem YouTube-Kanal nicht werden. Da ist eine andere Zielgruppe, die wir momentan erreichen. Aber hier kommen wir mal drüber gequatscht haben, finde ich auch. Im Podcast sind wir ja sowieso deutlich breiter aufgestellt, was unsere Themen angeht, weil wir ja auch eigentlich nicht irgendwie oder bisher nicht mal uns ein Spiel vorgenommen haben und das auseinandergenommen haben. Ja, und ja, im Kanal wird es an dieser Stelle halt dann auch Platz einnehmen müssen. Es wird nicht so wirken, oder es ist nicht so, dass wir es dann gezwungenermaßen machen, aber es ist Teil des Themas, was wir machen wollen, was wir gerade redaktionell vorbereiten. Wir wollen uns intensiv mit den Pöppeln auseinandersetzen und da gehört der Kinderspielpreis, Kinderspiel des Jahres dazu. Und da waren wir uns ja, da kann ich mich ja schlecht gegen wehren. Außen vor lassen wollen. Ja, das ist richtig. Und da die gesamte Reihe mehr sein soll als 2007 war das Spiel des Jahres, 2008 war das Kennerspiel des Jahres, ne? Ja, das, weißt du, das macht ja keinen Sinn, weil da kann jeder mal kurz online nach, also mein Gott, du kannst eh fast alles online nachgucken, aber darüber brauchen wir uns ja nicht unterhalten, das ist ja Quatsch. Genau, wir wollen noch ein bisschen mehr machen. Das ist ja keine Unterhaltung wert, ja. Deswegen erwartet da bitte auch nicht das Video nächste Woche zu, beziehungsweise den Start der Videoreihe. Nee, das erwartet ja keiner. Das wusste ja bis gerade keiner, dass es genau. Aber da haben wir ein bisschen geteasert hier.
was demnächst dann irgendwie mal kommt, mit unserer redaktionellen Richtig. Arbeit fertig sind. Ja. Ja, aber hier Podcast machen wir das nicht. Da machen wir andere Dinge und heute war halt einfach mal Thema abwechslungsreiche Kinder oder Abwechslungsreichtum im Bereich der Kinderspiele. Genau, mal so ein bisschen und, nachgedacht. Ja, ich möchte mit dem Michael mal so ein kleines Projekt machen, das werde ich ihm gleich hier im Aftertalk nochmal sagen, was ich gerne machen will. Und aber ich weiß nicht, ob wir da nicht Sonderfolgen für machen müssen, weil das interessiert den vielleicht, müssen wir mal gucken. Ja, reden wir gleich mal drüber. Ich meine, wir haben es ja geschafft, wir sind wieder genau in der Stunde, die wir uns pro Folge vorgenommen haben. Was? Länger? Bitte, wie immer unsere. Genau, wir sind genau 60 Minuten plus ein bisschen. Wir sind genau wieder in dieser Stunde, die wir uns vorgenommen haben für unsere Folgen. Das schaffen wir jedes Klar. Mal. Vor allem dann, wenn wir hier die BGG-Listen machen. Ja. Dann sind wir besonders bei einer Stunde. Aber gut, das macht aber auch Spaß. Es macht auch Spaß. Aber ja, gut. Und tatsächlich, ich möchte mir auch gar nicht irgendwie das zeitliche Korsett da setzen. Ach, Quatsch. Und das ich auch überhaupt nicht, wenn das Thema länger dauert. Zum Ende länger. Kommen, wenn das Thema länger dauert, dauert es länger. Also ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören, wie wir hier über Kinderspiele geredet haben. Ein bisschen überhaupt die Frage hoffentlich also, genau. Beantworten konnten. Und ja, vielleicht habt ihr ja sogar Lust bekommen auf das ein oder andere Spiel, worüber wir geredet haben. Ich sag nur so viel. Die wilde Hilde, die kann bei euch für ganz viel Unterhaltung sorgen, wenn ihr einfach mal unseren Shorts-Feed bei YouTube klickt. Dann wisst ihr, warum das Ding so viel Spaß macht. Das kann auch eine Menge Spaß machen, wenn ihr den Shorts-Feed nehmt. Und zwar immer was trinkt, wenn was von der Leine fliegt. Ui, jetzt. Okay, lassen wir das. Und dann ist das Kinderspiel wieder sträflich missbraucht für Part. Ja, genau. Würfel. Einfach nur Sturm drehen. Die wilde Hilde Trinkspiel. Hängt alle eure Wäsche an die Leine. Drückt die Sturmtaste. Für jedes Teil, was runtergefallen ist, trinkt ihr einen Shot. Du kannst ja machen, jeder hat eine Farbe. Für die Sachen aus deiner Farbe, ja, die ja. runterfallen. Na, ja, natürlich. Na? Solltet ihr gedrückt haben, mal. Wilde Hilde verliert ihr Kleid, trinke doppelt. Ja, perfekt. Siehst du, guck mal, die Regeln stehen schon. Kann quasi schon losgehen. Sag ich ja, also die wilde Hilde ist auch wieder mal so, na, das kann man sicherlich zum Schotzspiel machen, ja. Ja. Aber gut, lassen wir das. Wir wollen das ja hier, die armen, guten Kinderspiele auch nicht zweckentfremden, nicht wahr? Nein, nein, würde niemand tun. Niemals. Nicht wahr? Niemals. Halleluja. Das würden nie. Ja. Da könnt ihr mal schreiben, welche Kinderspiele ihr denn schon zum Trinkspiel umfunktioniert habt. Doch, finde ich schon. Das sehe ich jetzt. Passt zwar jetzt nicht. Ja, Louis Louis ist das Beispiel. So, das Beispiel darf man nicht nochmal nennen. So, und ich meine, das ist jetzt, hat zwar nichts mit dem Thema zu tun, was wir eigentlich besprochen haben, aber irgendwie ist das Thema Kinderspiele ja trotzdem auch dabei. Ich finde es gut. Ja, dann ansonsten, ja, finde ich es cool, wenn ihr dabei bleibt und euch das gefallen hat. Schreibt gerne was dazu. Fand ihr das gut, fand ihr das nicht gut? Haut einen raus, geißelt uns oder lobt uns, wie auch immer, was euch dazu einfällt. Wir freuen uns fast über jede Kritik. Ja, genau. Und dann könnt ihr mal sagen, was für Kinderspiele zum Trinkspiel umfunktioniert habt und dann demnächst gucken Michael und ich mal Eishockey und trinken dabei. Genau, sobald das da ist. Mal gucken, ja, ob es noch vor dem Ende Fresh from Canada. Ansonsten im September. Yeah. Klingt am Plan. Gut, es war mir ein Fest, Michael. Es war mir einfach ein Fest. Mir auch. Ja. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns auch unseren Hörern. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr bis hierhin gehört habt, doppelt Dank. Und dann in zwei Wochen aufs Neue. Ja, genau. Würde ich sagen. In zwei Wochen mit Folge 19 auf ein neues. Okay. Ja, dann habt eine gute Zeit. Spielt was Schönes. Vielleicht auch mal das ein oder andere Kinderspiel. Holt die Kinder mal mit an den Tisch nachmittags. Bevor dann irgendwie Archinova abends auf den Tisch kommt. Ne? Genau. Und dann würde ich sagen, bleibt uns gewogen. Bis in zwei Wochen. Ciao, ciao. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.